Yo Leute, zurück bei Plug and Jay und ich habe mir dazu den Seppi geholt. Der ist den da. Den Seppi, ja. Wir wollen ja eine Runde Seppig StarCraft zocken, habe ich mir gedacht, ne? Ja. Und wir mischen jetzt die Tour-and-Two-Ladder auf. Wir sind voll die StarCraft-Pros. Wir zocken Tag und Nacht, 24 Stunden 7, wenn wir nicht gerade irgendwie was anderes aufnehmen für Beats Meet, ne? Oder ja, LOL zocken. Auf jeden Fall, seit 2,5 Jahren spielen wir StarCraft wie die Koreaner. Genau. Nein, wir haben jetzt... Ich muss dir nachher nochmal ein Video schicken von einem Koreaner, der hat mindestens 100 Anschläge in der Sekunde auf seiner Tastatur. So geht 100 Anschläge. Weißt du, wie sich das bei mir anhört, dann über das Mikro? Ja, wenn ich meine 100 Anschläge mache. Alles klar. Also wir sind alle StarCraft-Pro-Player, ne? Zerreißt uns nicht. Wir haben das mal eine Zeit lang echt krass gezockt und dann haben wir echt. Vor 2,5 Jahren. Ja, eigentlich gar nicht mehr gezockt und jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, hatten wir irgendwie mal wieder Bock. Vielleicht weil jetzt auch bald der Dead On rauskommt, weiß ich nicht. Ich glaube deshalb, ja. Ja, meine nicht. Auf jeden Fall müssen wir uns neu platzieren, wir müssen noch 5 Matches machen. Die wollen wir dann euch vielleicht auch dann auf. Ne, wir haben noch keinen im Tour und Two. Was? Wir haben da letztens Tour und Two gespielt. Nee. 2 Siege habe ich hier. Aber nicht von uns. Ach, die hab ich die mit Sammy gespielt? Ne, ich habe mit ja, Sammy kann sein. Gespielt. Ah! Ja, also ich spiele die Protoss ganz gerne. Aber wir können ja auch mal da variieren. Vielleicht zeige ich euch mal die Zerg und die Terraner. Für die, die sich in diesem Spiel nicht so mächtig sind. Also wie Command Conquer. Wer Command Conquer nicht kennt, wie Warcraft. Wer Warcraft nicht kennt. Wer Schlacht um Mittelerde nicht kennt. Nee, Schlacht um Mittelerde. Ja, das ist noch ein bisschen anders. Wie krass findet man eigentlich noch, Tour und Two-Ladder. Ja, also es ist so also man macht eine Liga-Platzierung für die, die es nicht kennen. Es gibt, glaube ich, die Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Liga. Mhm. Also zumindest damals vor 2,5 Jahren. Ich habe keine Ahnung, ob sich das groß geändert hat. Wahrscheinlich erzähle ich jetzt vollen Bullshit hier. Und man muss erstmal platzieren, indem man gegen alle möglichen Gold, Silber, Bronze, Diamant spielt. Also entweder werden wir jetzt richtig kaputt gefickt. Ja, in den ersten 5 ist es, glaube ich, relativ random. Ja. Schauen wir mal. Aber so an sich, mal gucken. Wahrscheinlich verkacken wir jetzt dick. Du spielst die Zerg? Ich spiel mal die Zerg, ja. Ach, das dauert ja gar nicht lang. Ich weiß auch nicht. Also an sich, für Late Game ist natürlich Mutas sehr geil, aber... Für Early Game, möchtest du ein bisschen bunkern oder direkt raus? Boah, also ich würde gerne ein paar Truppen bauen und dann mal zumindest vorbeischauen. Gucken, wie komm viel ich mir nämlich ein paar Schaben und dann schabe ich die nämlich einfach mal. Weil Schaben sind auch geil gegen Protoss, weil viele Leute spielen hier bei StarCraft noch Protoss. Echt, ist das so? Also bis jetzt immer und vor allem immer die ganzen Kack-Bobbys, die dann ankommen, ich baue so einen Pylon bei dir hin. Oh, jetzt habe ich da ein paar Verteidigungsdinger hingebaut. Oh, wir spielen gegen Basti und Sofrox. Terraner und Protoss. Ne? Alles klar, sehr da ja direkt jede Spezies so ungefähr. Ja. Was ist das denn für eine Map? Sieht aus wie 2 Herzen. Ach, ist das süß. Ne, die hat einen großen Eingang und einer steht vorne und einer steht hinten. Ich hoffe, ich stehe hinten. Vorne? Na, dann kann ich direkt an die Echse gehen. Ach so. Wie ist der? Ja, wie du willst. Also extra heißt Expansion, also Zweitbasis. Ja, für die ganzen Diamantspieler, die noch nicht so viel von StarCraft können, also extra ist so die Expansion. Um mal das Fachjargon hier ein bisschen näher zu bringen. Ja, ich mache jetzt hier 14, 18, Zerg Rush, nee, ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Taktiken heißen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, für die richtigen Mächtigen. Um mal ein bisschen unseren Taktik da nochmal zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie man anfängt. Genau, also sicher genau. Können wir einfach mal für egal welche Spezies, wenn ihr irgendwie was habt, wir spielen Protoss immer so und so und moschen alle wie sie Diamant, dann schreibt einfach mal, wie ihr es macht, mit welcher Taktik. Ja. Weil wir sind raus aus der Taktik, wir haben keine Taktik, wir bauen einfach, was wir geil finden und dann... Ja, genau. Ich bin vorne, hip hip hurra. Du bist vorne. Dann kann ich ja, hier sieht man, da ist der Eingang. Da hinten sind die Gegner, die moschen wir gleich. Ich baue jetzt hier in der Zeit meine kleinen Drohnen. Gibt Kristalle und Vespingas. Oh ja, Vespingas. Genau. Wir brauchen mehr Vespingas. So, dich nehmen wir jetzt. Und du baust mir jetzt hier so einen geilen Pylon. Komm, gib Gas, Kollege.
So, dann schauen wir nochmal. Gehen wir mal eben eine Runde scouten. Scouten ist ganz wichtig hier in dem Spiel. Oh ja, vor allem hier bei dem Online-Scheiß. Genau. Wegen diesen Pylon-Bauern. Mal gucken, was die so machen. Jetzt haben wir nämlich gleich hier alle in der Base stehen. So, ich kann die auch noch schneller machen, die Dinger. So, jetzt, man sieht hier oben die Leute, die ich bauen kann. 11 von 18 habe ich jetzt. Auch noch ein paar mehr. So. In der Zeit läuft die andere Drohne da hoch. Meine Särklinge sind on the way. Ah, guck mal, die bauen sich vorne zu. Alles klar, das ist gut. Oder auch nicht gut, je nachdem. Na gut. Dann aber weiß ich schon mal, dass ich auf Särklinge nicht bin. Scheinen nicht großartig durchzuhalten. Alter Vater. Oh, jetzt nicht hier zumachen mich hier. Dann stelle ich mal den Dingens hier oben hin. Kann ich da nämlich Viecher spawnen. Ich wollte gerade sagen, ja an sich und um zu gucken, so wann, ob die direkt expandieren. Ist nämlich auch sehr interessant. Mal gucken, ob das funktioniert. Wäre natürlich ziemlich abgefuckte geile Scheiße, wenn das klappt. So, in der Zeit sammeln wir weiter ein bisschen Kristalle. Dann gehe ich direkt auf Schaben, ne? Ja, genau. Hier sehen wir selbst Zerg. Kurz und knackig. Ja, der Pylon läuft. Die sind so richtig schön schleimig, sind die. Die machen richtig Spaß. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Oh. Und wenn, dann waren es halt 100 in Sand. Wind. Geschossen. Ich weiß auch nicht, ob es so mega schlau ist, direkt da den Pylon zu bauen. Kein Plan. Dachte mir nur gerade, wenn ich da oben bin, mache ich das mal. Bam! Eine Queen. Ist schon eine Queen. Leck mich fett. Die haben noch nicht mal Kasernen. Ne, wie heißen die hier? Warpknoten. Ich habe schon mein zweites Gebäude hier gleich. Der feine Herr. Ich wollte jetzt angreifen, Jay. Ich habe gleich Schaben. Achso, ja, nee, ist klar. Ach, also dann gehe ich auf Schaben und Hydra. Ach, auf Schaben. Ja, und Mama, scheiß auf Mutters. Hydralisten. Klatschen wir weg. Wir können auch. Ach nein, es gibt nur einen Eingang. Ach, das ist scheiße. Nee, dann ist das eigentlich ziemlich kacke. So, erstmal zwei Berserker zum Verteidigen bauen. Dann gehen wir noch das hier einmal bauen. Was machen wir denn hier? Die müssen wir jetzt hier mal zum Vespingas schicken, die Dinger. Komm, wir bauen jetzt mal hier einfach gar keine Echse, sondern nur Truppen. Ach, das war jetzt, glaube ich, dämlich, wenn ich so dahin geplantet habe. Scheiße. Ich dachte, die jetzt da nicht durchpassen. Hast du gebaut? Weiß ich noch nicht. Nee, hab ich nicht. Ja, das kann man bei normalen Protoss, ist das ein bisschen scheiße. So. Dann kann man das schon mal machen, aber Protoss. Wir bauen hier jetzt mal weiter. Was machst du? Du gehst jetzt an die Echse, alles. Ich gehe an die Echse und schmeiß jetzt noch ein paar Schaben raus. Erstmal. Mal zwei Hetzerchen bauen. Es gibt leider keinen Aussichtspunkt in der Mitte, wo die dann mal gerade eben so laufen, ne? Das ist ein bisschen doof. Ne. Ich baue wahrscheinlich gerade. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich gut baue. Wir brauchen. Flame mich! Oh, was stehen denn meine Schaben hier so lustig rum? Mir fehlt echt Ich geh mal direkt zu grade. Dir. Ich bin hier. Aber du spammst gerade? Ja, wenn gleich der Warpknoten fertig ist, können wir nach oben. Okay. Schon mal laufen mit den Truppen, damit wir den verteidigen. Dann kann ich weiter porten da oben. Ich gehe doch auf Mutas, weil die Karte einfach sagt: Boah, du hast so einen kleinen Eingang da oben, ey, leck mich doch fett am Arsch. Wie du willst. Schaben und Mutas. Na, irgendwie gehen die noch nicht auf Echsen. Bau bitte 2, 3 Aufklärer für. Oh, guck mal, da haben sie uns schon erwischt. Oder aufgedeckt, nicht erwischt. Was soll ich machen, Mutas? Nee, auch so unsichtbare, so ein Detektor-Spacko. Ja, das ist auch sehr beliebt hier in unsichtbare. Den Online-Dingern. Unsichtbare, weil jeder doof. Vercheckt das und da stehen die voll drauf. So. Oh, die sind schon da, die sind schon da. Siehst du das? Ja. Das ist gut, das ist gut. Wir können von oben einfach drauf. Aber geil, jetzt die Berserker nicht durchkommen.
Ist gut. Ja, und ich kann von hinten einfach drauf. Und ich habe auch Schaden, das macht 1A Damage an denen. Ja, ich habe nicht mehr so viele, aber naja, da doch, eigentlich haben wir noch genug. Ja, weißt du was? Dann gehen wir direkt gegen pushen. Warte mal, ich nehme noch hier die anderen mit. Die kommen jetzt direkt hinterher, das sind auch nochmal 5 Stück oder was? Mein Leben für Ajur. Direkt gegen Pushy, ja. Wenn wir so einen Unsichtbaren schnell machen. Ich habe jetzt viel zu viel an Sachen schon. Aber da stehen wahrscheinlich Panzer. Schick mal ein Männchen von dir vor erstmal. Jetzt schon so schnell wollen die da Panzer haben, glaube ich ja nicht. Die haben nur Truppen. Okay. Boah. Ach du Scheiß, die waren dann. Was machen wir denn jetzt? Hip hip hurra. Also die kriege ich so ziemlich geil. Nochmal, dass der ganze ist. Die können auf jeden Fall schon was. Wir haben auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen. Oh fuck, ich flieh mal kurz. Ich hab eh nichts mehr. Ja, bau mal nach. Ja, aber da vorne habe ich nichts mehr. Das ist so. Scheiße, jetzt haben sie da oben gesehen. Nein, ihr Schweine! Schade. Ja, da seht ihr mal, wir sind Loops. Also ist das. Quatsch, wir haben die erste Welle erfolgreich abgewehrt. Ja, stimmt, glaube ich. Recht. Das ist mal ein sterblicher Baum. Oh, ich kann hier gar nicht. Hier mit meinen Mutas mal so einen Stein angreifen. Ja, das Problem ist, ja, du kannst nur die auf die Echsen. Geh mal da hoch, warte mal hier. Geh mal da gucken. Gucken? Ja, ob da Echse ist. Nein, ich will ja direkt hier haben. Du kannst ja so einen Aufklärer hinschicken einfach. Ist der? Aber ich habe so viel Crystal. Hätte ich einfach mal ein paar Schaden. So viel Crystal. Ja, gib mir doch was ab. Können wir hier einmal 800, dann geht das auch direkt schon. Ich gebe dir mal 400. Ja, danke. Da kann ich nämlich im Moment leider nicht viel mit anfangen, außer Schaden zu bauen. Und du kannst geilere Einheiten bauen. Ich brauche nämlich eher Vespingas hier für meinen. Oh fuck, ich habe keine Pylonen. Ich trottel. Aber ich denke, die werden hier direkt eine Echse gebaut haben, nachdem wir die gerade angegriffen haben. Fliegen wir doch mal über die Base und gucken mal. Hier müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich baue hier gleich Alter, ey, manchmal habe ich echt voll die Frame einboosten. Ich verstehe gar nicht, was das ist. Okay, da sehe ich ein paar Flieger. Medivacs, Panzer. Panzer ist top. Hetzer. Man, die bauen wahrscheinlich. Ich glaube, die kommen gleich geflogen. Huiuiui, wenn du Vespingas über hast, immer her damit. Hier schon mal. Zack, das brauchen wir. Was machen wir denn jetzt? Also ich spam gerade ein paar Mutas. Rüst die auch direkt schon mit auf. So, ich werde an. Läuft von wo? Auch ja, von hinten! Wegs. Die Huren! So. Wenigstens die Base down. Der Angriff hat nicht so viel gebracht. Bisschen nervig war er, aber. Scheiß drauf. Was ist euer Begehr? Okay, was machen wir jetzt? Eure Krieger bekämpfen den. Na fuck! Wir bleiben. Willst du mal von hinten ranfliegen? Damit deinen Truppen auch nachkommen? So. Sorry, aber.
Da sind welche! Oh, der hat gesehen, dass ich hier eine Echse habe, dann ist schlecht. Was, wo? Der hat hier den Aussichtspunkt gehabt. Okay. Hat gesehen, dass ich da die Echse habe. Warte mal auf mich. Bevor du eingreifst. Ich hab die Schaben habe ich auch noch mit, die paar. Meinetwegen kannst du jetzt mal goen. Dann kann ich die ablenken. Ja, die krieg ich. Geh auf die Marines. Phasengleiter mache ich platt direkt. Ja, easy. Oh, der hat Phasengleiter. Hahaha, ja komm doch. Ja, da sind Panzer, mach die mal platt bitte. Geh mal da rein. Ja, ich mach erst das Ding. Nicht, dass er zu kacke ist, ey. Für die Aufnahme. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Alter, die Panzer sind scheiße, da kann ich nicht rein. Ja, das ist nicht. Ich muss erst. So, so was wie den Phasenleiter. Nice. Da haben wir, glaube ich, alle Viecher von dem Platz. Alle Produktionsviecher. Nervig sind die Panzer. Mach mir die mal bitte platt da vorne. Da sind noch welche. Da. Ah, der hat. Oh, der hat. Alter, geht der hier auf die dicken Viecher? Willst du mich verarschen? Kannst du nachproduzieren? Naja, ich bin schon ganz gut dabei. GGWP late. Gibt der auf oder was? Oh, ja. Nice! Ich denke, dass wir das machen, ja. Das wäre natürlich geil. Unser erster Sieg! Wow! Ich hab. Komm, ja, auch noch hier ab. Mineralienfeld erschöpft. Finde ich ja nicht gut. Haben wir denn hier noch? Haut denn der ab, ey? Wer hat denn von denen GG geschrieben? Den Blauen. Mineralienfeld erschöpft. Ich brauche immer noch Vespingas. Ja, ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen. Ja, danke. Ich habe nicht ganz nachproduziert. Ja, ich habe durchgehend nachproduziert, aber. Wow! Wow, ein Buggy! Boah, unglaublich. So, der erste ist weg. Nida ist rausgegangen und dann mussten wir da den Fettmann. Hammer. Solche magische Idee bis zum. Jawohl! Die, nice. Die noch mit dem letzten Bauhof irgendwie wegfliegen und dann. Ja, erste Runde haben wir wohl geschafft, ne? Schauen wir nochmal eben die Übersicht an. Oh, Bronze waren die. Okay, ja, dafür haben sie uns aber trotzdem relativ gut zugesetzt, dafür, dass sie nur Bronze waren. Bronze und Silber. Ich hätte sie mal auf ein bisschen höher getippt. Naja, ist auch egal. Ja, ich würde sagen, das war die erste Folge. StarCraft bei Plug & J. Vielen Dank, Sepp, und wir sprechen uns dann wahrscheinlich irgendwann wieder bei StarCraft. Haut rein, tschüss. Tschö.